Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen Rundgangsvideo mit eurem Chronostarth. Und wie ich es schon angekündigt hatte, im Rundgang für die Tyrannic und im Rundgang für die Heroic werde natürlich auch für die Iconic nochmal so eine Art kleinen Rundgang veranstalten, denn da hat sich ja auch einiges getan. Und auch hier werde ich natürlich hauptsächlich wieder auf Unterschiede zur Tyrannic oder zur Heroic eingehen. Also viel von dem Schiff kennen wir schon, weil auch dieses Schiff natürlich auf der geupdateten Version der Tyrannic basiert. Vor allem Crew-Bereich hier, der vordere, der Bug-Bereich, das technische Zeug, das ist halt alles übernommen. Ist aber auch völlig klar, dass man das nicht komplett neu macht. Und ja, von daher können wir uns jetzt schön auf die Unterschiede stürzen, die uns hier so auffallen. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir auch direkt an mit dem Thema. Iconic, ja eigentlich immer das gefühlsmäßig ungeliebteste Schiff in dieser Schiffsklasse. Das, was auch zum Beispiel aufrufetechnisch am meisten untergegangen ist. Und deshalb habe ich diesmal gedacht, jetzt müssen wir mit der Iconic nochmal irgendwas machen. Da muss ein ganz persönlicher Stil rein. Und ja, die Iconic versucht eben kompakter zu wirken, sie versucht massiver zu wirken und auch mehr Richtung 30er Jahre, wobei aber auch hier eine ganze Menge Klassik noch mit drin verbaut ist, die ich jetzt nicht zwingend aufgeben wollte. Was fällt uns zunächst mal von außen auf? Die Brücke hier ist nicht holzig, die ist weiß. Sonst haben wir aber die gleiche Brückenfront, den gleichen Aufbau wie bei der Heroic auch, also diese rausgezogene Brücke. Außerdem haben wir hier unten diesen Ring hier, diese Aufbauten rausgezogen, die direkt vor den Kränen sind, weil dieses Brunnendeck hier unten geschlossen wurde. Wie ihr hier sehen könnt, also dadurch wirkt das Schiff auch von vorne schon ein wenig massiver und geschlossener. Und wir fanden es eben gut, dann diese Aufbauten hier vorne noch ein bisschen rauszuziehen, damit das nicht ganz so gequetscht wirkt, sondern dass sich das schön verteilt. Da werden wir dann auch zu kommen, da ist dann auch noch was gesondert drin. Ansonsten von den Aufbauten hier ist wieder alles gleich, das kennen wir nicht anders. Natürlich muss ich die Kräne und die Ladeschächte und auch diese ganzen Sachen, die im Brunnendeck einst standen, nach oben ziehen. Und natürlich muss ich auch dafür sorgen, dass man immer noch zum Brunnendeck runterkommt. Deswegen gibt es diese Tür mit diesen Treppen hier. Dann kann man hier quasi trotzdem immer noch nach oben gehen. Ansonsten, was noch auffällig ist, sind natürlich wieder die Schornsteine. Hier gibt es nur noch 3 Stück. Die sind natürlich auch an einzigartigen Positionen, das heißt, die sind auch komplett neu designt, sie sind groß, sie sind breit, sie sind so ein bisschen auf 30er Jahre getrimmt. Und von daher ergibt sich da dann doch ein ziemlich einheitliches Profil, wenn man das hier mal so sieht. Das verteilt sich gleichmäßig über das Oberdeck und ich denke mal, das sieht auch gar nicht schlecht aus. Manche von euch haben das ja auch schon gelobt, das Design, dass ihnen das am besten gefällt. Und ja, auf jeden Fall wollte ich ja auch ein eigenes Profil reinbringen für dieses Schiff. Jetzt haben wir quasi die Tyrannic mit 5 Schornsteinen, die Heroic mit 4 Schornsteinen, eher klassisch, und die Iconic eher Richtung 30er Jahre orientiert mit diesen 3 fetten Schornsteinen. Es hat sich in der Vergangenheit auch, als ich die Tyrannic-Klasse rausgebracht habe, ergeben, dass das offiziell oder auch offensichtlich als Aufforderung in der Community verstanden wurde, noch größere Schiffe zu bauen mit noch mehr Schornsteinen. Was so eigentlich nicht gedacht war, weil ich fand, die Tyrannic-Klasse war schon das höchste der Gefühle, was Größe betrifft. Größer kann man auch fast nicht mehr handeln, da macht man dann nur noch irgendein Zeug ins Schiff rein. Ich hätte früher auch größere Schiffe gar nicht mehr vermarkten können, weil mein PC das gar nicht mehr mitgemacht hätte. Und von daher war ich dann doch erstaunt, dass sich manche tatsächlich die Arbeit gemacht haben, noch größere Schiffe zu bauen. Ja. Wenn einem gute Konzepte einfallen, kann man so ein Schiff dann durchaus füllen. Für mich persönlich wäre es aber wahrscheinlich einfach ein Stück zu groß, obwohl natürlich auch ich Konzepte in der Schublade liegen habe für Schiffe, die nochmal einen Tick größer sind als die Tyrannic-Klasse. Aber davon ist nichts geplant. Wirklich nicht. Und jetzt wollte ich eben mit diesen 5 Schornsteinen aufräumen und den Leuten so ein bisschen den Druck nehmen, 6 oder 7 Schornsteine anbauen zu müssen. Und dann habe ich eben diese 5 Schornsteine hier systematisch bei den Schiffen entfernt und jetzt sehen wir, die Klasse kann auch ohne dieses charakteristische Merkmal ganz gut überleben. Von den Rettungsbooten hier hat sich nicht viel verändert, auch da vorne haben wir dieses typische Motorboot. Das kennen wir aber schon. Wir kennen auch die Aufbauten hier schon. Auf diesen Aufbauten standen eigentlich auch schon die 4 Schornsteine der Heroic. Nur dass die natürlich angepasst werden mussten, hier teilweise mit Ausläufern nach außen.
für diese Riesenschornsteine. Wir haben hier definitiv mehr von diesen Rettungsflößen wieder. An der Belüftung hat sich, glaube ich, kaum was geändert. Die Vents müssen alle noch so sein wie auf der Heroic. Was sich aber wohl geändert hat, sind manche Kuppeln. Hier, das Kuppeldach hier vorne ist sehr massiv, sehr prägnant. Und auch hier ist eine sehr offene Glaskuppel. Das hängt aber auch mit den Räumlichkeiten darunter zusammen teilweise. Gut, dann machen wir weiter. Hier haben wir zum Beispiel auch schon den ersten Unterschied. Bei der Heroic waren diese Aufbauten hier ja so rund abgeschlossen. Das heißt, man hatte hier zwischen dem Brückenhaus und den Aufbauten einen kleinen Durchgang. Da konnte man sich dann durchquetschen. Hier ist es nicht mehr der Fall. Hier sind die Aufbauten direkt am Brückenhaus dran. Ja, um einfach auch mal ein bisschen mehr auf Moderne zu trimmen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob diese Sachen hier schon da waren. Ja, also ich meine, der Funkraum, das ist klar, der muss da sein. Da ist hier die Funkantenne. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob dieses Radar hier schon da war. Dieses frühzeitliche Radar. Oder auch Sonar. Ob das alles schon hier wirklich so stand auf der Heroic, kann sein, kann aber auch nicht sein. Wenn nicht, dann haben wir hier was Neues. Und wenn schon, dann habe ich gerade wieder Quatsch erzählt. Aber das könnt ihr dann selber auseinanderklamüsern. Ansonsten, Brücke, da wird uns nicht viel auffallen. Steuerhaus, da sehen wir auch schon, da habe ich offensichtlich auch was übersehen. Einen grünen Block. Also hier, das ist irgendwie, keine Ahnung. Man kann sich gar nicht so gut konzentrieren, dass man das dann auch alles gut sieht. Ich meine, hier im Shader kann sein, dass ich wieder andere Lichtverhältnisse habe. Vielleicht habe ich das eingerichtet, als es gerade stockfinsterste Nacht war. Und dann sehe ich dann einfach so einen grünen Block nicht. Aber normalerweise sollten hier eigentlich überall die roten Blocks sein. Blöcke sein. Nicht Blocks, das wissen wir nicht im Englischen. Ja, ansonsten natürlich auch wieder diesen netten Schreibtisch hier. Das ist aber so ziemlich das, was wir auch schon auf der Heroic eigentlich hatten. Vorausgesetzt, ich bin darauf eingegangen. Ansonsten, ja, es gibt hier und da mal so kleine, aber feine Änderungen in der Holztäfelung, in der Ausstattung mit Notiztafeln oder irgendwelche Teppiche, die rumliegen. Das sind so diese kleinen Gimmicks, die ich einbaue, aber das ist jetzt nichts, wovon man sich fürchten müsste. Und dann natürlich auch die Treppe nach unten, aber ich glaube, sonst müssen wir hier auf nichts eingehen. Gut, als nächstes haben wir dann hier vorne wieder die Offizierskabinen. Denke ich zumindest. Ja, Assistant Commander zum Beispiel, da hat sich nicht viel getan. Ne, das kennen wir vom Stil her alles. Also die sind weiterhin versorgt. So, wo gehen wir als nächstes hin? Ihr wisst ja, es gab mal ein Café Parisien auf der Tyrannic und der Heroic. Hier kommen wir jetzt nicht rein, hier ist keine Tür mehr. Wir müssen jetzt also erstmal hier in den Erste-Klasse-Eingang und von dort aus können wir in den Atlantic Room gehen. Das ist jetzt einfach auch ein Café, aber anders bezeichnet und anders gestaltet. Michel hat nämlich bei sich auf seinen Schiffen immer so einen typischen Atlantic Room designt und er war hier, was das Design betrifft, auch mit tätig und hat dieses Design hier übernommen. Und man sieht dann ganz klar an diesem Design, das ist auf jeden Fall was anderes, auch ein bisschen moderner gehalten. Und ja, ist aber auch nicht unbedingt schlecht. Das dient hier der Iconic relativ gut. Und wir sehen auch diesen charakteristischen Michel-Flieder, was bei mir meine preisgekrönten Pfingstrosen sind, ist bei ihm der Flieder. Ich baue auch momentan ein Schiff von ihm um, die ehemalige Lagoa Carpathia. Da gibt es sowas auch, das ist dann halt der Smoke Room. Und den Flieder, den reiße ich regelmäßig raus und stelle andere Pflanzen rein. Also da sieht man, das ist so der typische Michel-Stil. Gut. Dann dieses Treppenhaus hier, etwas moderner gehalten. Wir haben diese weiße Holztäfelung hier. Was heißt Holz? Das ist Quarz in Minecraft, aber es soll Holz sein natürlich. Weiße Holztäfelung mit einem Eichendado und natürlich aber auch Goldverzierungen in Bezug auf die Lampen. Die Verzierungen hier oben sind ein bisschen gediegener, ein bisschen weniger vorhanden. Es gibt noch welche, aber nicht mehr so prägnant, nicht mehr so penetrant ins Auge stechend. Und das ist auch so dieser klassische Stil, den die M4 Britannic pflegt. Sie ist immer noch klassisch, aber irgendwie auch modern, weil die Verzierungen nicht mehr so penetrant sind, sondern da sind auch viele Freiflächen eingebaut zwischen den Verzierungen. Und das ist so dieser Übergang zwischen klassisch viel verziert und modern überhaupt nicht verziert. Und so ähnlich ist dieses Schiff halt auch. So ein bisschen Britannic, Georgic,
Ja, so ein bisschen in diese Richtung. Queen Mary teilweise. Dann haben wir hier wie diese Scharte, wo man einfach dann noch Funksprüche abgeben kann, irgendwelche Nachrichten für jemanden beim Marconi Office. Ja, kennen wir schon. Die ganze Struktur hier ist auch genauso wie auf der Heroic. Nur dass wir hier natürlich auch mal irgendwelche modernen Verzierungen haben. Irgendwas, was einfach hier den Stil widerspiegeln soll. Und natürlich auch ganz charakteristisch die Decke, die einfach nur noch aus Holz besteht, ohne dass hier eine Ceiling erkennbar ist. Also dieses typische Gerippemuster. Die Kuppel der Iconic ist auch ziemlich charakteristisch. Hier einfach nur so ein Glasdach, nicht mehr halb rund wie bei der Heroic, sondern einfach noch glatt mit Mustern drin. Und natürlich diesen großen Schutzdach oben drüber. Dann weiterer Unterschied ist diese Tür, die wir jetzt hier sehen. Der Gang hatte normalerweise keine Tür, mündete ohne Tür einfach in die Lounge rein. Jetzt haben wir hier keine wirkliche Lounge mehr, sondern eher so ein Hybrid aus Lounge und Café. Nämlich das Café de Versailles. In Anlehnung an das Café de Versailles, das wir uns im Kronos Contest ansehen mussten. Jetzt dachte ich mir, dann mache ich lieber nochmal ein richtiges Café de Versailles. Der Stil hier ist tatsächlich Louis der 16., glaube ich. Ludwig der 16. Und das soll tatsächlich so ein bisschen an Versailles erinnern hier drin. Mit viel Gold, weißem Holz, offener Bereich hier auch. Hier kein Glas mehr, kann man einfach runter gucken auf die Kuppel oder hier oben durchs Glasdach. Das Glasdach selber ist so designt wie früher auch hier schon in dieser Lounge, nämlich wolkenhaft mit Himmel und weißen Verzierungen, also ein bisschen Wolkenhimmel darstellend. Und ja, meine preisgekrönten Pfingstrosen natürlich, klar. Ja, und sonst versucht mich da möglichst an der Lounge auf der Iconic zu orientieren. Was aber jetzt wieder anders ist, ist die Tatsache, dass wir hier einen Durchbruch haben und dass auch diese Kuppel hier unten wieder Glas führt. Das war auf der alten Iconic nicht so, da habe ich hier oben quasi dicht gemacht. Einfach nur eine Lounge mit Stühlen und Tischen und dann hatten wir hier auch nur noch eine geschlossene Kuppel. Einfach nur noch einen Dome, aber ohne, dass man durchgucken konnte. Ja, naja, ne? Weiß ich jetzt nicht, war jetzt nicht so prickelnd und von daher habe ich das diesmal wieder geändert. Dann haben wir noch diesen hübschen weißen Flügel. Und natürlich auch noch so einen Empfangsbereich mit Teppich, der auch ein bisschen dazu passt. Also alles hier so in Weiß- und Gelb-Goldtöne gehalten, passt alles ganz gut. Dann kommen wir auch schon hier hinten in diesen mit Parkett ausgelegten Bereich. Ja, der modernere Stil verlangt von uns, dass wir weniger Teppich rauslegen und stattdessen mehr mit Parkett arbeiten oder mit Linoleum. Aber sonst kennen wir die Struktur hier eigentlich. Was wird uns dann hier schon vorgeschlagen mit roten Vorhängen? Der Smoke Room. Im Stile der Iconic. Einfach so übernommen. Ein bisschen modernisiert halt, was den Baustandard betrifft. Aber sonst so übernommen. Auch der Kamin mit diesen seltsamen Farben. Generell wird hier auch teilweise auf asiatische Farbtöne gesetzt. In manchen Räumen. Weil das einfach auch zu der Zeit ganz modern war. Auch bei der Georgic wurde das ja gemacht. In dieser Observation Lounge vorne. Oder auch teilweise in der Long Gallery zwischen der Lounge und dem Smoke Room. Da war ja auch teilweise asiatischer Eindruck mit drin. Dann haben wir hier das After-Staircase, das diesmal holzvertäfelt, Eichenholzvertäfelt ist. Mit ja immer noch dieser netten Kuppel hier, aber immer noch anders verziert. Also wieder ein anderer Stil. Und natürlich auch diesen Kronleuchter hier, der diesmal das Licht erzeugt. Und auch dem Gang, der wieder nach draußen führt. Diesmal haben wir fairerweise auch hier noch Fenster zu dieser Veranda. Die hat diesmal nicht nur wieder den Vorteil, dass man hier die Tür zumachen kann, dann ist es geschlossen, wenn es mal schmuddelig ist draußen. Die hat auch immer noch diesen Heroic-Stil hier drin. Also das ist wieder genauso wie auf der Heroic. Aber die Fenster gehen erstmal weiter runter, auf Bodenhöhe. Und hier gibt es noch mehr Fenster, die auch zu dem Gang hier drin und zum Treppenhaus zeigen. Ja, ne? Das ist einfach nochmal ein bisschen mehr. Und hier gibt es dann halt auch noch diesen großen Spiegel. Diesen anderen Stil. Ihr seht auch schon, in diesem Treppenhaus gibt es keine Büsten mehr. Hier ist einfach nur noch kahle Schleiflack-Holztäfelung. Um einfach modern zu wirken. Und ich habe auch nicht gewusst, was ich hier noch für Büsten reinstellen soll. Also müssen wir hier auch diesmal nichts erklären. Ansonsten gehen wir jetzt mal wieder in die zweite Klasse. Die hat eigentlich exakt das, was die Heroic zu bieten hat. Nur, dass wir hier diesmal noch ein anderes Gelände haben. Ein etwas schlichteres, einfacheres Gelände aus Zäunen. Aber ansonsten hat sich nichts verändert, nur das Geländer. Was es uns einfach macht, dann können wir nämlich hier durchgehen. Und auch hier habe ich nicht das blaue Zeug gesehen. Also, wenn man einen Fehler mal nicht sieht, vergesst es. Den seht ihr auch dann später nicht mehr. Auf anderen Versionen.
Das kann man nur in einem Update dann beheben, wenn einem das dann natürlich im Rundgang auffällt, ist ja klar. Die meisten Fehler auf meinen Schiffen fallen mir tatsächlich in Promotions oder in Rundgängen auf. Seltener in Release-Videos, weil da gucke ich auch nicht so genau hin. Der Biedermeier Smoke Room, ähnlich wie auf der Heroic hier auch gehalten. Ja, geht man nicht anders, ne? Also zweite und dritte Klassen werden aber auch gerne auf Schiffen einfach übernommen, auf Schwesternschiffen. Das kennen wir von der Olympic-Klasse, das kennen wir von der Imperator-Klasse, das kennen wir von ganz vielen Sachen. Hier ist der Empress Saloon, soweit ich jetzt richtig gelesen habe. Ich habe ja auch damals mich interieurtechnisch hier orientiert an einem Künstler, der digital im Internet quasi mal Räume für einen erfundenen Oceanliner publiziert hat und diesen Stil habe ich versucht hier zu übernehmen. Deshalb gibt es hier immer noch dieses Kaiserbild von welchem Kaiser auch immer. Das ist einfach nur irgendein imaginärer Kaiser, damit der Emperor Saloon halt einfach auch seinen Namen behalten kann. Ansonsten, die Struktur hier ist klar, das Design ist halbwegs klar. Ja, also das kennen wir so auch von der Heroic eigentlich schon. Und hier jetzt das Emperor Café. Und jetzt wird es interessant. Das ist erstmal wieder der Stil, den wir so kennen. Die Fenster diesmal gehen bis runter. Ich weiß nicht, ob das bei der Heroic auch schon so war, aber es ist auf jeden Fall viel offener, viel lichtdurchfluteter. Und wir haben diesmal einen Zentralbereich, der nicht zum Sitzen gedacht ist, sondern eine Art Lichtschacht ist. Und das hier, Ladies and Gentlemen, ist der Original-Lichtschacht aus Kaiser Wilhelm II., den Robin früher mal angefangen hat und den ich hier noch ewig rumstehen hatte. Den habe ich hier dann auch auseinandergenommen und den Lichtschacht aus dem Schiff gerettet und geguckt, wann ich den mal brauche. Und hier habe ich den tatsächlich mal gebraucht. So, das heißt, Kaiser Wilhelm II. Lebt hier quasi weiter, aber damit meine ich nicht die Person, damit meine ich das Schiff. Und ja, ist doch auch immer eine nette Idee, wenn man sowas, solche Designs dann mal auf Custom-Schiffen wiederfindet und die noch Anwendung finden. Und so wie ich die Iconic einschätze, auch noch ziemlich lange Anwendung finden. Was das hier übrigens ist, das haben wir auch schon auf der Heroic und Tyrannic teilweise gesehen, das sind Rettungsringe bei mir, weil das halt eine halbwegs runde Form darstellt. Nur falls sich das mal jemand gefragt hat. Dann können wir auch schon einen Deck tiefer gehen. Gut, dieses Deck offenbart uns jetzt wieder eine Markise, die zum herausgezogen ist, genau wie hier unten. Ich habe das mal sämtliche verfügbaren Markisen rausgezogen. Das bietet einem natürlich Schatten an, vor allem wenn es heiß ist, wenn die Sonne sehr intensiv scheint, ist das angenehm. Hier drin haben wir wieder den Wintergarten für die zweite Klasse. Dieser wird diesmal stilbruchtechnisch unterbrochen von dem Lichtschacht aus Kaiser Wilhelm II. Kann ich jetzt aber auch nicht helfen. Ja, das ist halt jetzt einfach ein Stilbruch, aber sieht doch ganz interessant aus. Man spart halt einfach Sitzmöglichkeiten weg. Allerdings hat man das hier wieder rausgeholt. Hier gab es auf Heroic und Tyrannic noch so eine Ausbuchtung, weil da früher mal Türen waren, die dann weggemacht wurden. Diese Ausbuchtung war quasi sinnlos und ist jetzt weg. Und stattdessen haben wir jetzt hier eine gerade Wand und mehr Sitzplatz. Mehr Platz für diesen Raum. Fällt einem gar nicht so auf, wenn man es nicht gebaut hat. Deshalb sage ich es am besten auch immer hier im Rundgang nochmal. Hier vorne, das kennen wir wieder. Aufs Gelände bin ich bereits eingegangen. Der Reception-Bereich, den kennen wir eigentlich auch. Und das à la carte Restaurant, das kennen wir eigentlich so auch. Das ist so wie auf der Heroic. Die Library kennen wir so auf der Heroic auch. Na, also das ist jetzt hier, das ist das Abenteuer der zweiten Klasse gewesen. Gehen wir mal raus. Hier haben wir jetzt auch auf jeden Fall einen großen Unterschied, die Promenade. Die Promenadenfenster sind nicht mehr 2x1, klein und eng, sondern sie sind jetzt groß. Auf Bodenhöhe, wie auf modernen Oceanlinern teilweise auch, groß und lichtdurchflutet. Hier diese Promenade, dass man hier auch gescheit durchgucken kann und dann natürlich auch noch ein bisschen Holzvertäfelung, um dem Ganzen noch einen eleganten Touch zu geben. Da habe ich auf jeden Fall auch einige Zeit dran gesessen. Ich denke mal, es hat sich gelohnt. Das gibt der Iconic von außen halt auch so ein ganz eigenes Aussehen nochmal. Und auf jeden Fall auch ein Vorteil gegenüber den Schwestern. Und das wollte ich auf jeden Fall auch mal festmachen, dass der Iconic da ein bisschen mehr sich noch abgrenzt in mancher Hinsicht. Der Great Western Pub ist mal wieder nicht der Great Western Pub. Das Schild ist wieder falsch. Das haben wir aber in der Heroic schon festgestellt. Sondern hier ist dann die Great Britain. Ja, die guten alten Schiffe von Isambard, Kingdom, Brunel, die Great Eastern, Great Western und Great Britain werden hier in drei verschiedenen Pubs dargestellt auf der Tyrannic-Klasse. Hier habe ich es dann auch wieder umbeschriftet. Also was ich auf der Heroic nicht bemerkt habe, habe ich hier in der Regel auch nicht bemerkt. Jetzt, das gilt nicht für alles. Ich glaube, eine Sache habe ich irgendwo mal bemerkt, aber naja. Gut, und dann sind wir auch schon hier im Grand
Xing oder sowas. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie man das ausspricht. Jo könnte das jetzt besser. Grand Xing, Grand Xing, Grand irgendwas Restaurant. Ich glaube Grand Xing Restaurant tatsächlich. Das ist quasi ein chinesisches à la carte Restaurant, das auch den Wintergarten aufgelöst hat. Hier gibt es keinen Wintergarten mehr. Stattdessen ist die komplette Fläche für à la carte Restaurant und Wintergarten diesem Restaurant hier anheimgefallen. Teilweise auch mit Bambus verziert. Das ist einfach mal ein eleganter Versuch, ein asiatisches à la carte Restaurant auf ein Schiff einzubringen. Und das Grand Xing gab es auch schon auf der alten Iconic und jetzt hier auf der geupdateten Version natürlich mit geupdateten Blöcken auch. Hier mal das hier, diese Nether-Ziegel, die gab es ja früher auch nicht. Habe ich es einfach mal hier mit verwendet. Und ich denke mal, es ist farbenfroh, aber irgendwo auch hat es eine gewisse asiatische Eleganz. Man wird natürlich aber auch erstmal rückwärts aus dem Raum katapultiert, wenn man hier reinkommt. Da muss man sich nochmal ganz in Ruhe auf den Raum einlassen. Aber ich denke, man kriegt es hin, wenn man sich genug Zeit lässt. Und auch diese netten Lampen hier wieder, ne? Das ist halt auch so ein bisschen asiatischer Stil. Gut, in diesem Reception-Bereich hier gibt es natürlich keine Tür mehr hier rein, weil das ist sinnlos. Da haben wir hier den Haupteingang. Und ich denke mal, der Rest ist logisch. Die Einkaufsmeile ist wieder Einkaufsmeile, das kennen wir, das hat sich nicht verändert. Hier gibt es wieder eine neue Outfittery, die Outfittery Cheminée. Diesmal in Anlehnung an Yo. Yo Miner, ja. Und die wird natürlich geprägt von der Treppenhaustäfelung, natürlich, genau wie bei der Heroic schon. Ansonsten ist es aber ziemlich gleich geblieben. Also es hat sich nicht maßgeblich viel verändert, was man jetzt besprechen müsste. Ja, Treppenhaus hier oben, das kennen wir schon. Ansonsten auch dieser Stil wieder hier übernommen natürlich. Der Barbershop hat diesmal auch ein nettes Gimmick. Und zwar gibt es hier eine große Glasscheibe, die uns vom Treppenhaus aus hier reingucken lässt. Ja. Und der Ladies Hairdresser ist diesmal etwas gediegener, nicht mehr so penetrant, sondern da gibt es eher gedeckte Töne. Bisschen moderner eben. Natürlich gibt es aber immer noch die gleichen Kabinen. Ich habe hier Kabinen nicht geändert, um Gottes Willen, nein. Also Kabinen, vergesst es. Dann müsst ihr euch mit den Twenty-Klasse-Kabinen begnügen, die ihr da eben vorfindet. Dann haben wir hier jetzt verschiedene Schriftsteller, die Dickens Suite. Ja, ein bisschen modernere Töne hier und da, aber was mit Schwarz gemacht, warum nicht? Hier auch mal Schleiflack, Sitting Room mit ein bisschen einer Lampe. Was haben wir noch? Wir haben noch den Arthur Conan Doyle's. Mal bedacht mit einer Suite. Die Arthur Conan Doyle Suite ist aber auch so ähnlich wie die anderen Suiten aus den anderen Schwesternschiffen. Also es ist nur nach den Leuten benannt. Die Shakespeare Suite sieht ein bisschen anders aus hier wieder. Es ist nicht mehr der Regency-Style wie auf der Titanic. Und auch hier haben wir einen anderen Style, ein bisschen Adam wahrscheinlich, keine Ahnung. Ein Bronze-Bettgestell. Das soll eine Bronze sein hier in der Regel. Aber dieser Badbereich ist wieder gleich wie auf der Heroic. Also das ist so das Zeug. Mein Versuch, ein bisschen Unterschiede reinzubringen. Dann haben wir natürlich noch hier vorne diesen Riesenbereich, aber das haben wir eigentlich bei der Heroic schon besprochen. Und dann muss ich mal gucken, dass ich diesmal richtig mache. Hier unten gibt es natürlich auch wieder den Club Iconic. Wir können kurz reinlooken, aber eigentlich möchte ich später darauf zu sprechen kommen, denn wir müssen jetzt erstmal hier reingehen. Das ist quasi der Bereich, der da rumführt und da habe ich diesmal einfach ein bisschen was draus gemacht, nämlich so eine Art geschlossene Promenade. So ein bisschen Titanic-like, auch mit so botanischen Verzierungen hier oder aus so Gittern, wo sich irgendwie so eine Pflanze entlang schlängeln kann und einfach ein paar Bänken oder mal einen Tisch, halt, dass man sich hier notfalls nochmal reinsetzen kann, falls alles andere belegt ist. Hier wird aber, glaube ich, nichts serviert, das ist einfach nur ein Sitzbereich. Zum Kartenspielen oder so, keine Ahnung. Dann hat man hier quasi die Rückwand von dem Club Iconic, da müssen wir später noch zukommen. Auf Kabinen möchte ich hier nicht eingehen, denn die kennen wir ja schon zu Genüge. Da haben wir diesen großen Treppenhausbereich mit dem Flügel. Den Rest könnt ihr euch jetzt aber auch vorstellen, dass sich dieser Stil jetzt nach unten zieht. Ich denke, das ist jedem von euch klar. Ja. Das ist halt jetzt, wenn man schon zwei Schwesternschiffe durch hat, dann kann man sich viel sparen. Und ich habe hier auch auf Michels Geist den Boden in den Gängen der ersten Klasse mal geändert, in ein bisschen was Gediegeneres. Das findet er, fand er jetzt besser und der Alte, der war, naja. Ich gehe gerne auf solche inspirativen Vorschläge ein, wenn sie gestellt werden. Die Library ist wieder gleich wie auf der Heroic. Dann kommen wir hier hinten auch schon in diesen netten Bereich. Vom A-Deck, nämlich den Aftercase-Bereich. Wo es relativ langweilig aussieht, das sagte ich aber auch bereits. Und hier hinten, auch gar nicht zum Fürchten, kommt dann das Iconic Cinema, genauso wie auf
den Schwesternschiffen designt, nur mit Iconic drüber. Ja, sieh, das ist jetzt hier alles. Also wenn ich jetzt hier mal... Aha, hier steht die Tür offen, keine Ahnung warum. Das ist jetzt hier alles... Kann man nicht mehr viel zu sagen, ne? Ich meine, das Zeug kennen wir alles. Schwesternschiffe gleichen sich bei mir zumindest in sehr vielen Belangen, wenn ich es aussuchen kann. Wenn ich es nicht aussuchen kann, wenn ich sie nachbaue, dann ist ja klar. Aber sonst... Hier hinten von der Sicherheitseinrichtung ja auch hier diese drei Stationen auf jeder Seite und auch dieser Deckchair-Raum hier, also das ist wieder wie auf der Heroic schon designt. Hier hinten hat sich auch nichts getan. Wenn wir jetzt hier mal reingehen, das ist dann die Touristenklasse Lounge. Ja, mit einer Tanzfläche, einer Kuppe. Immer noch ziemlich der Portalo-Style, wobei ich hier auch teilweise an der Tafel und am Boden gearbeitet habe. Und dann geht es hier quasi runter ins eigentliche Treppenhaus für die Touristenklasse. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir den Raum hier bei der Heroic gezeigt hatten, aber da habt ihr nichts verpasst, wenn nicht. Der sieht genauso aus. Ziemlich. Also. Ihr könnt es auch jederzeit selber runterladen und das Schiff nochmal selber erkunden. Das kann ich sowieso immer nur empfehlen. Der Grill Room hier wurde nochmal geupdatet. Da gibt es jetzt einen modernen Boden, eine Art Mosaikboden. Diesen modernen Bodentönen, die man gerne mal auf so Cabinlinern sieht. Ja, die Tische auch mit Leuchten ausgestattet, dass man hier mal was sieht. Dann haben wir hier den Public Room, die Lounge für die zweite Klasse mit neuen Farbtönen, blau. Dann haben wir hier einen Teppich, den ich aus der Lago Aquapazia Lounge gemopst habe. Ursprünglich sollte die auch mal abgewrackt werden, jetzt wird sie umgebaut. Deshalb habe ich mich auch schon bedient, was das Horn der Lago Aquapazia betrifft. Das ist an meiner persönlichen Yacht, der König Max von Bayern. Oder halt diesen Teppich habe ich auch rausgenommen und habe ich halt jetzt hier reingelegt. Auf der Lago habe ich halt dann ein anderes Design an der Stelle verwendet und dann ging das. Dadurch, dass wir jetzt natürlich hier diesen Lichtschacht haben, der offen ist, hört man hier auch in allen möglichen Stockwerken was. Und deshalb reicht es völlig, wenn wir hier das Orchester stehen haben. Dann können wir nämlich auch Musik für die anderen Bereiche garantieren. Ja, und sonst modern gehalten hier. Also halt diesen Lichtschacht mit einbezogen. Aber auch sonst führt die Lounge genau den gleichen Job wie vorher. Gut. Treppenhaus, muss ich nicht drauf eingehen. Das, denke ich mal, kennt ihr dann. Dann haben wir das Aft Staircase und hier gibt es jetzt was Interessantes. Zum einen gibt es natürlich wieder die Wine Bar, da können wir vielleicht nochmal kurz hinschauen. Auf der Tyrannic bin ich aber schon eingegangen auf diesen zusätzlichen Liefereingang hier. Also das hat sich nicht verändert. Auch die Pantry, denke ich, da hat sich nichts verändert, außer dass vielleicht mal eine Säule dazugekommen ist. Aber es müsste auf der geupdateten Tyrannic auch schon so sein. Auch noch raus. Okay, also das ist durchaus ein Deck, das adressiert wird vom Aufzug. Hier ist aber was Neues. Das Gymnasium ist nicht mehr einfach so verloren hier hinten, dass es keiner findet, sondern es wurde versetzt und zwar nahe des Barbereichs. Das werden wir später noch sehen. Jetzt habe ich hier erstmal den sogenannten Banking Room. Das heißt, hier ist man per Rohrpost, zumindest wenn man hier arbeitet, mit dem Funkraum verbunden und man bekommt aktuelle Ergebnisse und Werte von der Börse. Kann man sich hier auch Notizen machen, beziehungsweise hier wird dann quasi ein Crewmitglied stehen, das die aktuellen Ergebnisse verliest, notiert an einer Tafel und dann kann man hier quasi, wenn man an der Börse sich betätigen möchte, kann man dann Aktien kaufen, verkaufen und es wird dann alles über Funk durchgegeben. Was natürlich nicht den ganzen Tag laufen kann, weil sonst das Funkbüro da oben, was das Marconi Office nämlich permanent ausgelastet wäre und nicht mehr fähig wäre, mit anderen Schiffen zu kommunizieren oder persönliche Nachrichten von Passagieren durchzugeben. Das heißt, auch der Service dieses Raums hier muss beschränkt werden. Hier ist dann noch so ein Wartebereich. Ja. Ne? Also der Banking Room, ähnlich wie auf der Bremen. Das Schiff hat auch teilweise von der Bremen Inspiration genommen. Weil Michael sich hier auch einfach öfter bewegt hat, der halt die Bremen gebaut hat. Da hat der ein bisschen was dazu sagen können. Den Rest kennen wir wieder. Ich denke mal, dann gehen wir auch direkt in dieses Treppenhaus. Ja, wir sind schon auf dem B-Deck. Nichts, was jetzt hier in irgendeiner Form besonders wäre, auffällig wäre. Gehen wir hier durch. Empire Loft Suite. Ja, ihr könnt euch vorstellen, wie die Loft Suiten aussehen. Habe ich nichts geändert. Auch hier drin ist nichts geändert worden.
Dann haben wir den Club Iconic und der setzt diesmal sehr stark auf grüne Töne. Bisschen gediegener, moderner, auch hier die Decke diesmal modern gehalten mit diesen Lampen und nicht mehr mit diesem Sternmuster. Es gibt ja auch keine Bäume mehr oder irgendwelche komischen Artico-Leuchten. Stattdessen gibt es einfach diese Pflanzen, die hier stehen, diese Blumenkübel. Es gibt diese Dresser, wo diese Lampen draufstehen. Ich denke, das ist einfach auch ein bisschen gediegener. Und hier gibt es natürlich dieses prägnante I, das so ein bisschen insgesamt aussieht wie das Auge von Sauron. Aber es ist tatsächlich einfach nur ein I und kein Auge. I für Iconic. Und hier oben haben wir auch wieder ein Gemälde von irgendeiner Landschaft. Ja, na, also es ist halt hauptsächlich auf Schleiflack aus, hier modern. Observation Lounge. Und dann hier vorne habe ich schon angeteasert, gibt es jetzt was Neues, weil wir die Aufbauten weiter rausgezogen haben. Das ist so eine Art Observation Lounge nochmal zusätzlich. Ich weiß gar nicht, wie wir das betitelt haben. Wintergarten. Das ist quasi der Wintergarten der ersten Klasse, weil die nicht so wirklich einen hatten. Der Wintergarten hinten, das ist ja immer für die zweite Klasse. Sowohl oben diese Lounge als auch unten der Wintergarten. Und die erste Klasse braucht jetzt unbedingt auch mal einen. Der ist auch schön gefliest, mit schönen Pflanzen. Kann man nichts sagen. Vorne auf dem Bug auch nichts, was es irgendwie besonders wäre. Wenn wir dann aufs nächste Deck gehen, dann sehen wir, die Ladeschächte sind hier hochgezogen einfach. Das Ganze ist auch mit Säulen abgestützt. Hier vorne ist dann ja, wieder ein Crew-Bereich. Hier sind die Crew-Quarters, das sind komischerweise auch Lichtbugs. Weiß der Geier wieso. Und ja, sonst ist hier auch nichts besonders. Da gibt es diesen Crew-Eingang hier und dann kann man da durchgehen. Also vorne ist halt die Crew-Klasse, auch die dritte Klasse-Bereiche auf diesem Schiff sind genauso gehalten wie die auf der Heroic für die Crew. So, und dann haben wir hier die Adriatic Suite. Ja. Hat nichts mit der Adriatic zu tun, das sollte einfach mal ihren Namen ehren. Dann haben wir hier die Crew-Only. Die Laurentic Suite haben wir noch. Hier habe ich aber, glaube ich, einen Raum übersehen. Ein Sitting Room. Mal gucken, die Laurentic Suite sieht so aus. Hat auch nichts mit der Laurentic zu tun, hat ja nur ihren Namen. Ja. Teilweise von Michel auch designt, also er hat sich ja in verschiedenen Bereichen verewigt. Und hier auch diese Suiten, die man immer gerne vergessen hat. Im Robin-Style gehalten. Und auch diese Kabinen hier, das müssten diese modernen Kabinen sein, ja, da können wir jetzt mal hier reingucken, diesen Stil nochmal angucken. Die Kabinen, die ich einfach mit Copy-Paste hier eingefügt habe, aber die ich halt auch aufwendig modern designt habe, dass es auf diese neue Tyrannic-Klasse passt. Ja, ne. Ganz hinten haben wir auch nochmal so einen Raum. Bisschen Colonial-Style oder teilweise Chippendale. Also eigentlich auch ein bisschen so angelehnt an die Queen Mary, auch diesen. Der hat ja heutzutage auch so blumigen Boden im Gang und das wollte ich hier auch teilweise ein bisschen reinbringen, dieses Motiv. Ja, nichts, was jetzt irgendwie anders wäre. Ich gehe aber immer wieder gerne rein, weil ich diesen Stil interessant finde. Okay, ansonsten muss ich sagen, müssen wir halt wieder den Weg machen und die Welt hat immer schon gespoilert, was diesen Raum betrifft, aber wir werden später darauf eingehen. Das hier sieht aus wie ein Crew-Bereich für Hospitalangestellte und das Hospital. Ihr könnt euch vorstellen, dass das Zeug hier generisch auf allen drei Schiffen ist. Das Casino, genauso wie auch schon auf der Heroic und Tyrannic. Aber hier gibt es hier diese Blumenverzierungen, die jetzt immer am Rand sind, damit man einen zentralen Korridor hat. Das ist wieder geändert worden. Im Aftercase, oh, Kabinen. Ihr kennt die Kabinen, wir können kurz reingucken. Standard-Kabinen. Hier gibt es einen Crew-Durchgang, durch eine wasserdichte Schotte gesichert. Und natürlich wieder das Staircase der zweiten Klasse. Und natürlich aber auch das Aft-Staircase der zweiten Klasse, das sich jetzt hier wieder anschließt. Ähnlich gehalten wie auf der Heroic schon. Also da wird sich nichts verändert haben. Und dann haben wir hier natürlich jetzt den Touristenklassebereich und ihr könnt euch natürlich auch vorstellen, dass hier viel von der Heroic übernommen wurde, weil die Dehnen gut waren. Hier ist dann teilweise noch diese Dehnungsfuge ein bisschen besser dargestellt worden. Die zieht sich hier durch den Raum, weil die auch hier draußen besser dargestellt wurde. Den geschlossenen Bereich kennen wir schon,
Der Rest ist offen. Ja. Eine Lounge. Kennen wir auch. Das Treppenhaus kennen wir, den Rest kennen wir. Also ich kann hier nicht einen Deck tiefer gehen. Auch das kennen wir. Hier ist dann der Speisesaal für die Touristenklasse. Auch den kennen wir schon. Von der Heroic. Das sind keine Besonderheiten jetzt hier in der Form. Und schon sind wir auf dem Speisesaal-Deck einmal wieder. Und hier haben wir jetzt das Hauptrestaurant für die zweite Klasse. Ich bin mir gar nicht sicher, woran das orientiert ist. Wahrscheinlich was Eigenes, mehr an der Iconic orientiert. Das hat einfach diese Dunkelholztäfelung mit Goldornamenten bzw. Messingornamenten unterbrochen. Und dann diesen Boden wieder. Und ja, wurde trotzdem nochmal geupdatet hier und da, um dem Ganzen einen eigenen Touch zu geben. Und man sieht auch, wenn hier Tag ist, dann kommt hier richtig schön Licht von oben. So gut, wie das hier drin erleuchtet ist. Gut, dann quetschen wir uns mal durch die Küchen durch. Auch hier natürlich wieder der Notausgang für die Crew in der Küche, dass sie notfalls über das Arztdeck ist, der ersten Klasse nach oben kann. Das war wichtig, dass man das mal einbaut. Und ja, hier sind auch schon die ersten fertigen Speisen angerichtet, wie ihr sehen könnt. Oder auch der erste Salat, das erste Brot. Also bei der Küche habe ich mir natürlich wieder Mühe gegeben, hier möglichst viel zu machen mit dem, was ich hatte und dem, was ich dazugelernt hatte. Und dann kommen wir auch schon in dieses nette Restaurant hier. Das Restaurant, das auf den Anschiffen das Andes oder das Nations Restaurant ist. Hier ist es das Ledbury Restaurant. Das Ledbury hat kein Thema mehr wie Nationen in den Fenstern oder irgendwelche Reedereiflaggen, sondern hat einfach nur sehr große Fenster, die durch Bullaugen außen auch mit Licht versorgt werden. Und hat einen sehr klassischen Stil. Es ist also jetzt nicht irgendwas Modernes, sondern das ist wieder so ein bisschen Schloss von Versailles angehaucht. Und ja, den Boden kennen wir prinzipiell auch schon aus der Heroic. Bei den Säulen habe ich diesmal, glaube ich, keine Fehler gemacht. Die sind aber auch ein bisschen anders designt. Da sind unten keine fetten Sockel mehr, sondern die sind weggefallen. Stattdessen haben wir hier eine Lampe in den Säulen drin. Hier in der Mitte musste ich einfach noch diesen Baum aufstellen, diese Baumverzierung mit den Laternen, damit hier halbwegs die Tanzfläche beleuchtet wird. Und was bei Heroic und Iconic dazu kam, ist übrigens auch das, was wir auf der Tyrannic schon hatten, nämlich dieses Podest hier mit den Instrumenten. Das war auf Heroic und Iconic ursprünglich nicht da. Jetzt haben wir es aber hier wieder mit übernommen. Die Kuppel ist diesmal, wie vorhin schon erwähnt, durchlässig für Licht. Ist also nicht geschlossen, sondern wieder offen. Und sie ist mit einem Messinggerüst versehen, also mit Messing verziert. Und nicht mehr einfach nur schwarz, was das Ganze noch mal etwas eleganter macht. Etwas extravaganter. Da kann jetzt jeder mal selber überlegen, welches Schwesternschiff der drei ihm am besten gefällt. Das könnte man ja auch in den Kommentaren hier vielleicht einmal benennen. Dass wir das vielleicht mal abstimmen, wenn ihr dann diesen Rundgang hier fertig geguckt habt. Oder auch nur Teile davon, das genügt ja teilweise auch schon. Dann könnt ihr ja mal reinschreiben in die Kommentare, welches Schwesternschiff euch jetzt am besten gefällt. Tyrannic, Heroic oder Iconic. Und dann können wir alle ganz gespannt sein, wer da euer neuer Liebling ist. Ja, hier hat sich was verändert. Hier habe ich mal Bänke dazu gestellt, dass man hier mal einen Sitzbereich hat, wo man warten kann, falls zu viele Leute in der Apotheke stehen. Und ansonsten, was ist das hier? Das sind wahrscheinlich Kabinen. Standardkabinen hier. Dann rasen wir mal wieder nach hinten. Hier gibt es dann einen Crew-Durchgang für die Crew in ihre Crew-Klasse. Also auch der Smoke Room für die Crew ist nicht verziert mit irgendwas. Das sind alles ganz kahle Wände. Ja, das kennen wir schon von der Heroic. Und ich werde nicht weiter nach vorne durchgehen. Wir werden jetzt einfach uns wieder nach vorne durchkämpfen. Aus diesem Crew-Bereich in ein Theater, das wir jetzt noch nicht genauer beleuchten wollen. Was ich letztes Mal auch nicht besprochen habe mit euch, ist die Ausstellung. Hier ist immer in der Art Gallery eine andere Ausstellung. Ich bin mir nicht sicher, was es auf der Heroic war, aber das kann ich euch ja genauso gut überlassen zum Erkunden. Und jetzt gucken wir uns mal diese Ausstellung an, die Michael eingeräumt hat, Art of Flowers. Und da ist wirklich, also hier ist wirklich eine ordentliche Ausstellung an Blumen zustande gekommen. Ja. Gut, ich glaube, das letzte war also einmal, ich glaube, ich irgendwelche, die Art of Chronoscorp bei der Tyrannic, da waren so nostalgische Sachen wie die Pflanze vom Baron oder irgendwas, was uns an früher erinnert. Bei der Heroic war es, glaube ich, Personalities, also verschiedene Büsten von Leuten. Und hier ist es halt jetzt Art of Flowers.
haben wir hier auch wieder dieses Ticket Office, wo man fürs Theater Tickets kaufen kann oder andere Tickets für irgendwelche Vorstellungen, die an Bord stattfinden. Und hier ist offensichtlich auch eine Pantry, weil es hier, genau, auf der anderen Seite natürlich auch noch was gibt. Das habe ich nicht vergessen, Souvenirshop mal wieder. Und den Atlantic Room. Den es hier nochmal gibt. Ja. Gibt es oben schon mal. Oh, jetzt rechnet es mit dem Schiff durch. Das ist einfach bei den Schiffen jetzt so. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist das irgendein Fehler, der entsteht, wenn man mit dem Eminent Editor ein Schiff von einer Welt zur anderen kopiert. Ich kann einfach nur empfehlen, macht die Game Rule Weather Cycle aus, wenn ich das stört, oder macht das manuell aus den Regen. Das könnt ihr über den Befehl hier einfach machen. Man muss ja auch, wenn man irgendwas aufnehmen würde, innerhalb eines Schiffes, man muss ja keinen Regen anhaben dafür. Man sieht ja von innen Regen nicht. Wenn man das von außen haben möchte, dann muss man sich halt was einfallen lassen. Ist ein bisschen kompliziert, aber was will man machen? Gut, also Atlantic Room hatten wir oben schon mal. Dieses Michel-Design, hier unten haben wir jetzt noch einen weiteren Atlantic Room. Kann sein, dass ich hier mal eine größere Baupause in dem Schiff hatte und dann nicht mehr mich erinnern konnte, dass oben auch ein Atlantic Room ist. Aber es ist auch egal, denn warum nicht zwei Atlantic Rooms haben? Es ist einfach nochmal eine Bar. Oder ich habe vergessen, den Raum umzubeschriften, was weiß ich. Es ist eine Bar fürs Theater, das heißt die ehemalige Theaterbar, in einem ja, Stil gehalten, der gediegen ist, wie modern mit modernen Farbtönen. Und dann haben wir hier die Botanic World schon wieder. Genau das gleiche wie auf den Schwesternschiffen auch, bis auf dass wir hier noch ein Wasserfall eingebaut haben. Einfach nur, um noch eine Schippe draufzusetzen. Gut, und dann habe ich hier nicht auch noch was gemacht? Grassland? Ne, ich glaube, hier habe ich nichts gemacht. Und auch die Wüste müsste dir genauso aussehen. Meinte, irgendwo habe ich noch irgendwas gemacht, aber... Ja genau, hier ist noch irgendwas anders, weil hier der Raum anders designt ist, genau. Deshalb habe ich nicht mehr so viel Open Space zum Design und deshalb musste ich das hier anders machen. Muss ich das hier ein bisschen reparieren. Einfach mal abcutten. Dann hier hinten sind wir jetzt im Aft-Staircase-Bereich für die erste Klasse. Und ihr seht schon, das hat natürlich einen ganz anderen Stil, weil auch das Aft-Staircase einen ganz anderen Stil hat. Hier gibt es aber nichtsdestotrotz wieder den Flower-Shop. Sich nicht geändert. Und hier gibt es jetzt aber auch noch diesen Zugang zu den Kabinen der ersten Klasse, die da sind. Und hier gibt es nochmal einen zusätzlichen Zugang. Da war ursprünglich ein Dead-End-Korridor, den habe ich entfernt. Stattdessen habe ich dann für diese Standardkabinen, die doch relativ gemütlich sind, nochmal so einen zusätzlichen Gang aus Sicherheitsgründen einfach gemacht. Aber auch aus Gründen der Mobilität. Dann haben wir hier die zweite Klasse. Auch nichts Besonderes, vielleicht ein bisschen mehr Stühle und Tische, kann sein. Das Gymnasium auch eher von der Heroic übernommen. Nichts Besonderes. Die Shops müssen auch übernommen sein. Genau wie hier, das ist eigentlich nichts Außergewöhnliches, außer dass ich vielleicht diese Verzierung hätte noch in Holz ändern sollen. Auf dem Schiff verliert man sehr schnell den Überblick. Das ist einfach, ihr werdet immer wieder so kleine Fehlerchen sehen. Das lässt sich nicht vermeiden, das kann man dann nur mit Update-Logs wieder wettmachen. Gut, und dann sind wir hier wieder in der Touristenklasse, die uns natürlich schon bekannt ist. Ich glaube auch nicht, dass ich hier irgendwas geändert habe. Ich muss mal gucken, ob ich nochmal den Cooling Room finde. Die Touristenklasse, der mir sehr gut gefällt, sieht ziemlich modern aus. Aber auch da wird nichts geändert sein. Wo ist hier eigentlich die Tür? Ach, hier. Genau. Auch dieses Barbereich, das habe ich alles euch schon mal auf der Tyrannic gezeigt. Da müssen wir nicht drauf eingehen. So, Schwimmbad der Touristenklasse kennt ihr vom Stil her auch schon von der Heroic. Und der Tyrannic. Für die zweite Klasse kennt ihr das Schwimmbad auch schon. Das ist jetzt exakt das von Heroic, auch mit diesen Pilzlampen hier. Auch dieser Cooling Room, das ist alles von der Heroic übernommen. Genauso wie auch dieser Eingangsbereich. Und ihr seht schon, ist ja wieder gespoilert. Ich versuche es für euch möglichst in einem erträglichen Maße zu halten, diese Spoiler. Ja, jetzt sind wir hier vorne im Haupttreppenhaus der ersten Klasse. Neuer Stil und jetzt natürlich auch eine neue Bordzeitung, nämlich
The Iconic Times, so wie ich es letztes Video schon angesprochen habe. Tyrannic News, Heroic Mirror und Iconic Times sind die drei Bot-Zeitungen, die hier im Umlauf sind. Und hier gibt es auch eine neue, nette Sitzgruppe, weil auch hier natürlich diese Kugel, die ich einbauen musste bei der Heroic, das ist jetzt hier nicht mehr so. Das haben wir wieder einen freien Bereich zum Rumlaufen und Sitzen. Und hier natürlich wieder so ein Cloakroom, den wir nur ungern verabschiedet haben. Ja. Crewbereich, das gleiche. Auf der Iconic gab es teilweise noch Innovationen hier und da. Hier, das ist zum Beispiel eine Innovation. Also erstmal gibt es hier in der Crew natürlich immer noch einen Crewpool, weniger Verzierungen, kahle Wände, weil es ist nur Crew. Aber hier gibt es die Innovation, dass man noch eine zusätzliche Treppe hat, weil man irgendwie aus diesem Bereich nicht in den Rest des Schiffes gekommen ist. Das habe ich irgendwie auch noch übersehen. Also es gibt einige Dinge, die ich auf dem Tyrannic-Klasse Schiff noch updaten müsste. Jetzt habe ich wenigstens mal diese Treppe hier mit eingebaut, die hier mitten im Raum steht, damit wenigstens eine Treppe mal irgendwo aus diesem dritte Klasse-Bereich in den Crew-Bereich führt. Ansonsten muss man das auf den Schwesternschiffen irgendwie anders machen. Ich meine, bei der Tyrannic ist es kein Problem, beziehungsweise eigentlich schon, weil ja auch die Crew die dritte Klasse versorgen muss, dann müssen die auch irgendwie reinkommen. Das habe ich nicht so wirklich bedacht. Irgendwas ist immer auf solchen Schiffen. Make-up, da hat sich nicht viel verändert. Das sind einfach die Räumlichkeiten. Und jetzt gehen wir mal auf die Stage. Und ihr seht schon, das ist ein anderes Stil. Diesmal haben wir nämlich blaue Verzierungen in den Wänden. Blauen Boden macht das Ganze noch ein Stück dunkler, wie ich finde. Und auch eine abstrakte Verzierung hier, ein abstraktes Gemälde Art Deco. Jetzt gehen wir hier unten raus. Da gibt es dann natürlich auch nochmal diesen Passagierfunkraum für die Hobbyfunker unter den Passagieren. Das ist einfach was, was sich überall bewährt hat. Ja, auch mehr Sitzmöglichkeiten, diesmal hier im Treppenhaus. Habe ich mir nicht nehmen lassen. Flower Shop kennen wir eigentlich schon. Jetzt kommen wir zu diesem zentralen Korridor, den Stil der Iconic übernommen hat. Und jetzt kommen wir zum Godiva Belgium. Das ist nicht mehr der Pound Court, das ist jetzt einfach ein Café, früher ein Ballroom gewesen. Dann dachte ich mir, ja gut, also Ballroom brauche ich jetzt nicht unbedingt auf dem Schiff, deshalb mache ich ein Café draus. Das Godiva Belgium gibt es auch auf der Queen Mary 2. Das ist quasi eine, wie der Name schon sagt, wahrscheinlich belgische Marke, die für kleine Küchelchen oder Kekse oder so halt Gebäck zuständig ist. Gebäck im Luxussegment. Und wer den Mord im Orient Express kennt, den relativ modernen Film, da gibt es auch teilweise so kleine Kuchen von Godiva Belgium. Also wer im Luxussegment unterwegs ist, der wird diese Marke irgendwann natürlich sehen. Gut, hier gibt es dann auch nochmal irgendwie so ein bisschen, das ist so ein bisschen barock auch hier drin. Also das Schiff hat verschiedene Barockstile auch noch übernommen von diesen Designs des Künstlers, den ich vorhin angesprochen habe. Und deshalb habe ich das nicht rausgerissen. Warum soll ich das, ja, wenn man sowas Schönes schon mal hat. Dann gibt es natürlich auch von irgendwelchen Königen nochmal so ein Gemälde. Oder hier hinten gibt es einen Kamin mit einem Spiegel drüber und eine Kaminuhr. Das passt natürlich nicht ganz zu 30er Jahre, aber es ist halt einfach Stilbruch. Und es ist hier dann mit modernen, halbwegs modernen Lampen wieder ausgestattet. Ich finde den Raum nett. Also auf jeden Fall kann ich verstehen, wenn Leute Fans von der Iconic sind, weil solche Räume kriegt man auch nur hier. Dann haben wir noch den Music Room. Der ist auch klassisch Iconic wieder in diesen Farbtönen gehalten, diesen Kontrast zwischen Gelb und Grün. Ja, ist auch relativ schnell gesagt alles. Der Private Dining Saloon orientiert sich auch mit am Theater, macht statt Rot jetzt blaue Verzierungen. Und der Hauptspeisesaal der ersten Klasse hat auch hauptsächlich Blautöne. Das ist eine neue Kreation, das habe ich von nirgendwo abgeguckt. Das ist einfach nur eine neue Kreation. Um mehr Licht reinzulassen, habe ich hier mal die Öffnungen auch weiter gemacht, ne, dass der Lichtschacht hier gut arbeiten kann. Ja, auch ein bisschen klassisch gehalten, da hat es nicht viel mit Moderne zu tun. Hier hinten das Buffet wurde übernommen von der Heroic, nur in einem anderen Stil natürlich, das im Raum passt, weil es einfach praktisch war. Und dieser Raum, diese Bar wurde auch übernommen von der Heroic. Schwimmbad kennen wir, das kennen wir, den Rest kennen wir auch, genauso wie das. Also mal gucken, vielleicht entdecken wir, also spätestens im Schwimmbad der ersten Klasse müssten wir jetzt irgendwo rauskommen. Das ist mein Ziel, deshalb bin ich jetzt mal ein bisschen schneller unterwegs. Ja,
Das ist die römische Therme, soweit ich mich noch erinnern kann. Oder das römische Bad. Hat einfach einen anderen Stil. Hat auch eine andere Deckenszene, da habe ich auch viel gemacht, weil die andere irgendwie seltsam war. Alt war und das habe ich alles ein bisschen modernisiert. Hier ist diesmal natürlich ein I auf dem Poolboden zu finden. Das habe ich dann wiederum hinbekommen in den ganzen Pools. Da habe ich in der Vergangenheit auch schon versagt. Und hier oben haben wir dann den Spa-Bereich der ersten Klasse. Angefangen ganz hinten mit diesmal keinem Milchbad, sondern einem Schlammbad. Diesmal haben wir einfach ein anderes Medium. Hier kann man in Schlamm einsteigen, der einen komisch anguckt. Und dann haben wir hinten auch noch zusätzlich Duschen eingebaut, weil man in dem Schlamm wahrscheinlich sich nicht die ganze Zeit aufhalten möchte. Hier gibt es außerdem zusätzlich noch solche Bullaugen, die mit diesen äußeren Bullaugen hier übereinstimmen, um einfach ein bisschen Licht von außen noch zu ermöglichen. Man kann hier eh nicht reingucken, von daher, ne? Das ist ja hier oben, da guckt man ja normalerweise nicht rein, von daher geht das. Hatten die Schwesternschiffe jetzt nicht. Also hier gibt es auf der Iconic tatsächlich nochmal technische Innovationen hier und da. Oder gestalterische Innovationen. Die beiden Fenster, die hier einst waren, zu den elektrischen Bädern, sind jetzt ein großes Fenster. Ein Milchglasfenster links, damit man hier die Leute nicht die ganze Zeit angafft. Außerdem gibt es jetzt hier diesen Nicht-Teppichboden, sondern halt diesen Linoleumboden, das ist, was natürlich im Spa-Bereich viel besser ist. Der Temperate Room ist auch neu designt. Genauso, na gut, die Sauna glaube ich nicht. Kann aber sein, dass ich dann auch was gemacht habe. Ich bin überall nochmal reingegangen. Um einfach ein paar Unterschiede zu generieren. Hier gibt es übrigens auch Fenster zu diesem Shampooing Room. Man hat natürlich hier aber auch Vorhänge, um die Fenster auf Wunsch der Passagiere zuzuziehen, wenn man sich nicht beobachten lassen will, wie man da einschamponiert wird. Und hier gibt es auch neue Duschen mit neuen Duschbecken. Oder besser gesagt Duschwannen. Und hier unten, wo einst der Children's Pool war, der obsolet ist, weil die Kinder sowieso bei den Erwachsenen in den Pool springen. Die kann man hier nicht einfach irgendwo parken. Dann gibt es halt jetzt hier das Gymnasium mit den verschiedenen Sportgeräten. War auf der alten Iconic aber auch schon so. Das ist also jetzt keine Innovation, die jetzt kommt erst. Der Imperial Xing Salon, ja, ist halt wieder chinesisch gehalten. Imperial Xing, da hat man ja auch schon das Restaurant. Und genauso jetzt auch hier Changing Rooms und den Spa, also Cooling Room letztendlich. Ja. Rest kennt man auch wieder. Ich glaube, auch sonst dürfte es nichts hier an Bord geben, was sich irgendwo irgendwie relevant unterscheidet. Aber etwas gibt es wohl noch. Nicht nur diese Wassertanks, das ist jetzt gerade mal egal, sondern es gibt diese technischen Einrichtungen. Das werden wir im Heck auch nochmal sehen, da gibt es sowas auch nochmal. Das ist ein Gyroskop. Bekannt von der Conte di Savoia. Und von der Duilio, soweit wir das wissen, und von der Julius Caesara auch, also vor allem die Italiener haben das gern gemacht. Das verhindert quasi, dass das Schiff bei Seegang schlingert. Ja, das stabilisiert quasi das Schiff. Die Schwesternschiffe haben das nicht, weil sie einfach zu massiv sind, aber die Iconic ist hier kein Risiko eingegangen. Und von daher hat sie dieses Gyroskop-experimentär im Buchenheim Heck eingebaut. Es gibt auch eine zentrale Steuerung. Was die Kesselräume betrifft, da musste ich mit den Uptakes ein bisschen experimentieren. Ein paar Uptakes über die Schotten hinweg verbinden, weil wir ja nur noch drei Schornsteine haben. Na, das ist alles ein bisschen anders designt. Ja, das ist eigentlich wieder von der Tyrannic übernommen. Da muss ich nicht viel dazu sagen. Kesselräume lassen wir gerne hinter uns. So, jetzt sind wir im Maschinenraum und hier gibt es eine Steuerung, hier kommt so eine Leitung aus dem Doppelboden raus. Das ist die zentrale Gyroskopsteuerung. Die müssen natürlich in die gleiche Richtung laufen, sonst ist das ein bisschen seltsam, wenn zwei Gyroskope an unterschiedlichen Schiffsenden in die unterschiedliche Richtung laufen. Dann zerreißt es einem wahrscheinlich irgendwann das Schiff. Aber das ist schon so gepolt, dass das in die gleiche Richtung läuft. Dann gucken wir mal hier hinten rein. Ja, genau, diese Leerbereiche hinten, der einfach für nichts gut war, einfach nur noch Luft beinhaltet hat, der hat jetzt auch so ein Gyroskop. Und das soll das Schiff halt zusätzlich stabilisieren. Muss man vorne und hinten einbauen bei so einem großen Schiff, sonst, ich glaube, wenn das nur vorne ist, dann bringt das auf lange Sicht relativ wenig. Ja, und ansonsten gibt es nicht viel zu sagen, das war die Iconic. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie schon gesagt,
Was ist euer Liebling? Tyrannic, Heroic oder Iconic? Welches Schiff hat euch am besten gefallen? Welches Design findet ihr am besten? Und ja, das war jetzt die Tyrannic-Klasse, das Update 2020. Ich war fleißig. Ich habe mir größte Mühe gegeben, die Schiffe in die moderne Zeit zu überführen, dass sie auch noch eine Zeit lang halten. Dass ich sie auch gut supporten kann. Ich denke mal, jetzt sind sie alle auf dem Baustandard, wo man gut supporten kann, wo man Updates gut machen kann, weil der Rumpf auch passt. Naja. Und sonst war es das jetzt auch schon wieder. Ich kann mich von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, Leute.